Die Schiffsschaukel. Welt 6, 7. Ich glaube, das Level mochte ich nicht. Aber wir werden sehen, ob oder ob nicht. Ja, oh ja, das war wieder so ein Level, wo man wenig speichern kann und dafür sehr viel Mist bauen kann. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Na gut, das Leben, lassen wir mal Leben sein. Hier oben gibt es nämlich eine Bananenmünze. Juhu. Aber hier rechts gibt's. Puzzleteil? Nee? Schade? Schade. Nee, das wäre jetzt blöd. Ah ja. Hoch. Ich habe gedacht, er hält sich nicht dran fest, deshalb bin ich jetzt nochmal. Aber okay. So, hier musste sich jetzt aber festhalten und hier gibt es wieder nichts. Puzzleteil? Nö. Aber hier oben das. Das sieht doch mächtig verdächtig aus. Boah, was ein Reim. Habt ihr den gehört? Ach du Scheiße. Ich sollte Dichter werden, ganz eindeutig. Mächtig verdächtig. Boah. Da würden die Deutschlehrer jetzt stolz auf mich sein. Definitiv. Boah, badabadabada. Jawohl. Und ich bin noch viel stolzer. Ja. Dass ich diesen unglaublich schweren Bonusraum direkt beim ersten Mal geschafft habe. Das hat man ja sonst nie. Wo bitte bin ich jetzt hingeschleudert worden? Genau, das ist auch eine Stelle. Nee. Ich dachte mich daran zu erinnern, dass man hier irgendwas auslässt, wenn man in den Secret Raum reingeht. Kann natürlich auch nur sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Aber wenn das so wäre, dann wäre es natürlich sehr dämlich. Hier zum Beispiel, nee, hier ist eine Bananenmünze. Und hier kommt man eigentlich weiter. Ja gut, dann habe ich mich da wohl vertan. Dann gab es hier wirklich nichts mehr. Aber auf sowas muss man gerne mal aufpassen. Und vielleicht nicht bei dem Spiel hier, aber bei anderen Spielen passiert sowas gerne mal. Wieso bin ich jetzt zweimal auf den gesprungen? Na toll. Den einen drehe ich um und den anderen drehe ich gerade wieder zurück. Juhu. Gibt's hier eigentlich was, wenn man hier drauf kloppt? Nö. Nur ein paar Tickies. Tickies. Können wir hier alles einsammeln vielleicht? Nö. Auch da habe ich irgendwas ganz dunkle Erinnerungen, wenn man irgendwo auf so einem Ding alles einsammelt, man irgendwas bekommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dann wieder so ein tolles Halbwissen ist, was ich da besitze und das überhaupt nicht stimmt. Moment. Genau, so müssen wir das lassen. Boah, dass das geklappt hat, war wieder mehr schlecht als recht, aber macht Sinn. So, und hier muss man jetzt auch aufpassen. Diese Kanonen, die gehen an einem festen Muster hoch und erschaffen Plattformen. Und später wird dieses Muster mehr und mehr undurchsichtig. Also da übersieht man mal gerne was. Gibt es hier unten was? Ja, das sieht doch. Da unten gibt es ein Puzzleteil, das sieht man. Aber da kommt man so nicht hin. Und ja genau, hier runter. Sieht richtig aus. Hier gibt es 5 Puzzleteile in dem Level, okay. Da sind wir ja so Level, das könnte man schaffen, alle einzusammeln. Aber bei 9 Puzzleteilen, ich weiß nicht. Kriege ich irgendwie nie hin. Ist immer eins dabei, was richtig schwer ist. Genau, und hier wird es jetzt miese. Weil hier muss man jetzt einmal zurück, wie ihr seht. Und dann erst weiter und dann geht es hier hinten auch weiter. Wenn man das nicht weiß, dann Pech gehabt. Kriegen wir das Leben? Kriegen wir das Leben? Kriegen wir das Leben? Nö. Dafür waren wir definitiv zu langsam. Das muss man deutlich schneller machen. Um da noch dran kommen zu können. So, Herz, das ist gut. Können wir gebrauchen. Ja, die Herzen werden mehr und mehr jetzt auch Mangelware, aber dafür nützlich. Also, die meisten Herzen kann man gut gebrauchen. Weil man eben durch viele Level nicht mehr durchkommt, ohne irgendwas zu verlieren. Das ist ja auch ganz normal irgendwie. So, an dich hängen uns dran. Wow, das war wieder... Diese ganzen Krabben, das ist nicht einfach. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, so. Das wäre jetzt irgendwie cool, aber okay. Moment, hier müssen wir uns... Das habe ich eigentlich gar nicht gemacht, aber okay. Wenn Donkey mal wieder verrückt spielt, dann muss es so sein. Ja, hier, das bleibt hängen. Das heißt, wir können das so verändern, dass wir es so hinkriegen und dann... Können wir oben sogar noch was machen? Fragezeichen? Nö, schade. Das wäre jetzt natürlich wieder so ein Secret im Secret. Kennt man ja. Hier unten ist doch was. Aber das habe ich doch gesehen, meine Freunde. Da könnt ihr mir noch nichts vormachen. Nee, nee, nee. Das sehe ich doch. Ich glaube,
Ich weiß sogar, dass wir bis jetzt alles eingesammelt haben an Puzzleteilen, weil das, an das letzte Puzzleteil kann ich mich erinnern, weil das war ein sehr cooles Puzzleteil. Es war ein Abschnitt in dem Level, da habe ich mich das erste Mal, wo ich gespielt habe, saumäßig, nein, nicht saumäßig, aber es war cool. Das muss man sagen. Da können wir uns jetzt auch gleich nochmal drauf freuen. Also wenn wir beim letzten Puzzleteil sind, der Abschnitt ist genial. Kann man so festhalten. Bam. Kriegen wir hier noch was? Kriegen wir noch ein paar schöne... Ja, ein paar Bananen, ein paar Bananenmünzen. Aber hier geht auch nicht mehr, nee. Ja, wo geht hier mehr? Na, der Rhythmus ist ein bisschen langsamer geworden, kann das sein? Nur zu Verwirrungszwecken, auf jeden Fall. So, hier... Ah ja, jetzt wird's lustig, genau. Diese Kanonen da hinten bewirken erst, dass wir hier nicht mehr ordentlich durchkommen. Naja gut, was heißt nicht mehr ordentlich durchkommen? Wir machen immerhin das, was hier zwischen kaputt ist. Machen sie weg. Nee, nicht was da kaputt ist. Das machen sie kaputt. Ja. Ich finde irgendwie heute nicht die richtigen Worte. Das ist mal wieder sehr unvorteilhaft, aber okay. Muss wohl ab und zu so sein. Ja. Da hinten haben wir einen sehr netten Kollegen, der gerne mal drauf geht. Okay. Jetzt wieder alles im Hintergrund. Nein, das war blöd. Okay, das war jetzt extrem unerwartet, dass das funktioniert. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr mir das nicht übel nehmt, dass ich diese Stelle trotz Möglichkeit verkackt habe. Weil das war echt mehr als unlogisch. Dass ich da so lange in der Luft bleibe, bis es echt nochmal kommt. Gut, jetzt wissen wir es ja. Aber das ist auch wieder sowas. Pures Wissen, anders kommt man nicht weiter. Das ist... Naja... Kann man machen, muss man nicht. Als Entwickler. Da hinten haben wir übrigens das letzte Puzzleteil schon gesehen. Herz. So, das heißt, wir müssen hier oben nach links jetzt, wenn wir da ankommen. Jetzt nach links, genau. Und das möglichst schnell. Boah. Schickt. Und dann über das ganze Level hinweg. Boah. Riesen-Imber. Kanonenflug. Schnell, Turbo, Hyper, Boost, wie auch immer. Wir haben alles eingesammelt. Yay. Das ging ja wieder schnell. Komischerweise, die Level, die ich als seltsam in Erinnerung habe, kriege ich schneller hin als die, die... Keine Ahnung, die ich gar nicht mehr in Erinnerung habe. Oder als positiv. Klippenkletterei. Welt 6-8. Auch schon wieder kurz vorm Endgegner. Wir spielen jetzt auch schon wieder... Naja, 1 Stunde, 10 Minuten vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ist noch im Rahmen, denke ich. Weil die Welten werden ja auch länger. Ich meine, wir haben jetzt 8 Welten. Gut, das hatten wir im Wald auch. Aber im Wald waren die zum Teil echt nicht lange. Und hier haben wir einfach ein paar längere dabei gehabt. Ja. Nein. Ja. Gibt's hier oben noch ein Puzzleteil? Oh ja, cool. Dass die so offensichtlich positionieren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist mal wieder typisch, dass ich mich wieder von allem treffen lasse. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Puzzleteile gibt, die durch Bananen erzeugen. Okay, das ist wieder gar nicht auffällig oder so. Nein, überhaupt nicht. Ah ja, aber dieses Level mochte ich, glaube ich. Ist zwar auch ein bisschen anspruchsvoller, aber war cool. So. Boah, das war wieder sehr schnell und jetzt schaffe ich es nicht mehr in das Fass da rein. Jawohl. Einfach ganz oft hin und her schießen, so lange bis es klappt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Bada boom. Bada boom. Juhu. Und jetzt geht ja alles kaputt. Oh mein Gott. Ja, sogar. Ah ja, das ist auch wieder neu. Diese Plattform hier. Da können wir, glaube ich, dreimal. Boah. Lieber erstmal nach hier. Dreimal drauf treten. Ich kann nicht mehr sprechen. Das ist unglaublich. Dreimal drauf treten und dann geben sie den Geist auf. Müssen wir jetzt schon hier hoch? Weil das war jetzt eher suboptimal, glaube ich. Moment, müssen wir rechts hoch oder links hoch? Wir sind jetzt nicht ernsthaft wieder am Anfang, oder? Boah, verarscht mich doch mal, ganz ehrlich. War echt kein Speicherschwein. Miese? Gedacht, das wäre unproblematisch, hier jetzt zu sterben, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Oh ja, hier ist auch SK.
Hier geht's, jetzt gehen wir einfach mal rechts lang. Ja, wir wären wahrscheinlich auf beiden Wegen einfach denselben gekommen. Also, was sehr egal. Deshalb umso dümmer, dass wir da kurz vorm Speicherschwein auch noch gestorben sind. Aber okay. Muss wohl ab und zu sein. Nee. Ja gut, wir können sogar hier wieder hin zurückkommen. Macht ja auch nicht so viel. Ah ja. Ah ja, jetzt wird's lustig. Juhu. Oben drauf. Genau, es wird immer enger. Ah, hier das. Ja, daran kann ich mich auch nur ganz, noch ganz, dunkel erinnern daran. Aber okay. Gut, dass ich mich überhaupt dran erinnere. Ansonsten wäre das jetzt schon wieder voll in die Hose gegangen. Und wir hätten wieder das Level neu machen dürfen. Aber ich glaube hier, endet das Level wirklich kurz oder wir haben schon ein gutes Gespür für Puzzleteile, weil wir haben schon 4 von 5. Moment, wenn wir was. Haben wir das O schon überhaupt? Vielleicht schon, ja. Aber das N haben wir auf keinen Fall. Genau, da ist das N. Wunderbar. Aua, das war blöd. Ein Puzzleteil noch. Wo war das? Erinner dich, Sozi, erinner dich. Tu es. Nö. Nee, das da war, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ah ja, jetzt wird's lustig. Ja. Hier müssen wir uns nämlich durchschießen. Ja gut, das können wir noch mitnehmen, auch wenn es beim dritten Mal kaputt geht, aber so lange brauchen wir wohl nicht. Genau. Oh ja, das wird lustig. Präzisionsschießen. Verarschen? Nein. Das war wieder so typisch. Oh mein Gott. Haben wir wenigstens kurz vorher gespeichert? Naja, kurz vorher. Relativ. Schickt jedenfalls. Das war jetzt blöd, weil ich wollte eigentlich Didi holen. Und das ist gut, dass man da nochmal springen kann. Da war ich mir nämlich jetzt unsicher. Und hab ein bisschen gezögert. Naja. Genau. Nee, nicht genau. Da hätte man eigentlich nur drauf gemusst, aber es ist vielleicht auch zu schwer. Ja, also hier ist es wirklich sehr präzise mit den Fässern hier umgehen. Was bitte? Achso, ja, genau, da bleibt ja so ein Rest zurück, so ein Kopf. Ich erinnere mich ganz dunkel. Ja, diese Gegner kennen wir übrigens auch vorher erst aus Welt 2, dem Lava-Level kann das sein. Ich meine schon, da wäre sowas gewesen. So. Ja. Trotzdem, irgendwo muss noch ein Puzzleteil sein. Ich hoffe, das haben wir nicht verpasst. Wäre ungünstig. Da oben scheint es doch zu sein. Aber jetzt ist es... Ja, genau. Wir müssen nämlich hier lang. Weil, und nicht in das Fass rein. Da erinnere ich mich auch noch. Weil wenn wir hier ins Fass reingegangen wären, dann wären wir auf jeden Fall ins Ziel gekommen. Das hätten wir auch nicht verhindern können. Das ist das Miese daran. Wenn man da dann ins Ziel kommt, ja, wenn man nicht mehr sterben kann, also wenn man zu viele Leben noch hat, zu viele Herzen, dann ist man natürlich geliefert und muss das ganze Level nochmal machen. Aber wir haben es natürlich geschafft, so toll wie wir auch sind, und haben endlich die Kong-Welt freigespielt. Und ab jetzt dürft ihr anfangen zu lachen, weil jetzt werde ich versagen bis zum geht nicht mehr. Welt 6K, gefährliche Passage. Mein absolutes, nein, ich will nicht sagen Hasslevel, es ist anspruchsvoll, aber es ist einfach schwer wie Scheiße für mich. Ich weiß nicht warum. Es ist, wie wir vielleicht schon unten ganz subtil mitgeteilt bekommen, durch die Dämpfe, ein Lava-Level. Und zwar kein gewöhnliches Lava-Level, sondern ein Scroll-Level nach oben. Oh mein Gott, ja. Und die Puzzleteile hier sind auch noch sehr, ja, genau. Ihr seht schon hier, alles fällt runter. Und gleich werden von der Seite noch so ein paar Elektro-Fuzzis zur Seite gestellt bekommen. Genau. Ja, nee, nicht Elektro, sondern Feuer. Das Puzzleteil hätte ich gerne. Das Puzzleteil habe ich sogar, aber noch ein bisschen Leben verloren. Also die hier zu haben, ist sehr vorteilhaft. Das kann einem den Arsch retten, aber das werden wir nicht lang, wie ihr gesehen habt. Und jetzt sind wir fast schon tot. Und das Level, wir sind noch nicht wirklich bei der Hälfte, auch noch nicht annähernd. Also das Level hat schon eine gewisse Länge. Das ist unbestreitbar.
So, und ich muss extrem aufpassen, dass ich die Puzzleteile nicht übersehe. Kann sein, dass ich sogar schon eins übersehen habe, aber... Ja. Vielleicht auch nicht. Es gibt 5 Stück, ja, aber die möchte ich bitte auch alle schnell bekommen. Es gäbe jetzt natürlich die Möglichkeit, mir für dieses Level ein extra Herz zu holen. Das macht es deutlich einfacher, hier durchzukommen mit 3 Herzen als mit 2. Natürlich muss ich mich auch ein bisschen daran erinnern, wie das Level aufgebaut ist, weil wenn man das erste Mal ins Level geht und dann weiß man überhaupt nicht, wo die Gegner kommen, hier zum Beispiel, ja, und dann ziehen sie noch so eine dämliche Feuerspur mit sich und dann ist ganz blöd. Und es gibt übrigens auch keine Herzen in diesem Level, nur so, also wenn man sich hier heilen will, dann gute Nacht, das geht nicht so ganz leicht, aber okay. Dementsprechend das Level hier so ziemlich mein Level, wo ich sage, das ist hart. Und das werden wir im Spiegelmodus sogar noch härter finden. Also ich zumindest. Das wird sehr lustig, sagen wir es so. Ja, wenn wir unsere Freude dran haben, zumindest ihr werdet eure Freude dran haben, es sei denn, ich werde 50 Parts hierfür brauchen und dann wird es für euch auch nicht mehr lustig und das war jetzt wieder dämlich, weil eigentlich habe ich das Ding gesehen, aber irgendwie... Moment. Ja, ich wusste es, genau. An solchen Einkerbungen finden sich nämlich alle Puzzleteile in diesem Level. Und das, die muss man echt finden. Das merkt man aber. Es sind solche Kästen, wie wir hier schon gesehen haben und hier diese Gegner verfolgen uns übrigens. Auch keine sehr nette Eigenschaft. Wie wir sehen. Nein! Jetzt wird's armselig, ich sehe schon kommen. Aber wir haben immerhin schon 2 Puzzleteile. Und gerade das Ende in diesem Level ist noch viel, viel mieser, als man sich vorstellen könnte. Ich weiß nicht, was die Entwickler hier gemacht haben, um den Schwierigkeitsgrad... Ja, warum sie den Schwierigkeitsgrad in diesem Level so derbe haben ansteigen lassen. Weil alle Kong-Level bis auf dieses hier sind... Also im Vergleich mit dem hier sind die anderen Kong-Level echt Kindergeburtstag. Ganz ehrlich. Also da muss man sich nicht viel vormachen, das ist so. Es wäre auch gut, wenn man 2 Herzen behalten würde tatsächlich. Dann hätte man das auch nicht mehr so schwer bei den verfolgenden Gegnern, die wir ja noch da oben sehen werden. Joa. Hier kann man natürlich sehr viele Bananen und Bananenmünzen einsammeln. Also ein Leben mangelt hier einem selten, das stimmt schon. Trotzdem ist es nicht so ganz leicht. So, hier runter. Genau, nicht hier runter. Was sage ich da? Das war blöd. Naja. Und jetzt hier rein. Das war ein Puzzleteil. Das war gut. Und die beiden verschwinden jetzt. Genau. Die kommen nicht hier mit hoch. Und jetzt haben wir noch ein Herz, um noch weitere Puzzleteile zu finden. So, und jetzt kommt die mieseste Stelle im Spiel. Ihr seht, dieses eine Fieder verfolgt uns. Und da kommen von den Wänden auch noch Gegner. Das habe ich vollkommen vergessen. Schade. Aber ich sollte auch aufhören, die Kerzen versuchen auszupusten, weil die bringen echt nichts. Wie gesagt, die Puzzleteile befinden sich alle in diesen Einkerbungen da. Also, nicht Einkerbungen, sondern diesen Quadraten mit Mustern drauf, wie auch immer man es nennen will. Ihr habt es ja schon gesehen bei 3 Stück. Ne, bei 2 Stück. Das erste Puzzleteil hier ist mal... Ja, als Ausnahme zu den anderen ist es mal anders versteckt. Boah, das war knapp. Wuppada. Ja, es ist... Also das Level hier ist echt viel auswendig merken. Dementsprechend, es wird mir wahrscheinlich nicht so schwer fallen, wie das erste Mal, wo ich dieses Level versucht habe. Weil da habe ich echt mit 3 Herzen und was auch immer... Und selbst mit 3... Herzen... Ich habe nichts gesagt. Selbst mit 3 Herzen ist es mir sehr schwer gefallen, das hier zu beenden. Joa. Also zumindest mit allen Puzzleteilen. Einfach zu beenden ist okay, kann man machen. Das habe ich, glaube ich, auch mit 2 Herzen gemacht. Hat zwar auch ein bisschen länger gedauert, aber war noch okay. Aber wie gesagt, die Puzzleteile hier, oh, das ist... Weil für viele muss man noch sein Leben riskieren. Für die bisherigen nicht unbedingt. Das haben wir gesehen. Aber es wäre halt sehr vorteilhaft, wenn wir jetzt an diesen Verfolgerviechern vorbeikommen würden, ohne dass wir irgendwas verlieren. An Herzen. Ist möglich. Keine Frage, weil auch da viele auswendig lernen, wenn man da einmal eine Route hat, wo die Verfolgerviecher einem weniger auf den Geist gehen, dann ist das, kann man sich das durchaus einfacher machen.
Also was weiß ich. Ich lasse ihn jetzt drüber kommen. Jetzt gehe ich hier hoch. Genau. Und das war schon blöd, weil jetzt muss ich erst dem da ausweichen. Und dann muss ich dem da ausweichen. Und jetzt muss ich dem da ausweichen. Und dann muss ich hier hoch. Und dann muss ich war. What? Ich hab's geschafft. Okay, das war jetzt mehr oder weniger Glück. Gut. Wir haben beste Voraussetzungen, um noch ein Puzzleteil abzugreifen. So ist es. Und man sollte echt hier aufpassen, nicht an den Rand zu kommen. Das ist nämlich meistens tödlich. Und das war blöd. Ja. Mhm. So, und jetzt bin ich auch... Ne, hier. Ja, hier ist ein Puzzleteil. Schade, aber wir haben das Puzzleteil. Und da rechts war das nächste. Also ihr habt es gesehen. Das ist... naja. Wir haben ein Herz mehr gehabt. Und das war der große Vorteil dabei. Ich glaube, ohne zwei Herzen in der oberen Gegend wird es auch sehr schwer für uns. Und dasselbe im Spielmodus. Da wird es nicht einfacher. Sagen wir es so. Aber ist okay. Ich meine, wofür spielt man so ein Spiel? Für die Herausforderungen, ganz klar. Naja, nicht nur. Es macht zeitweise auch einfach so Spaß, ohne dass man jetzt eine große Herausforderung hat. Auch wegen Grafik, Musik und so weiter. Das ist in Kong-Level eben anders. Ich meine, die Grafik, okay, hinten dieser Lavastrom ist in Ordnung. Die ist nicht so außergewöhnlich, aber man sieht auf jeden Fall, dass da auch Mühe hintersteckt. Definitiv. So, jetzt hier nächster Gegner. Ich glaube, es ist besser, wenn man bei denen immer so ein bisschen länger wartet. Genau, jetzt hier wartet. Oh ja, das war schon wieder knapp. Man muss am besten versuchen, die beiden zusammenzubekommen. Wenn die beiden zusammenstehen, dann hat man die besten Chancen, da durchzukommen. Und das haben wir eben auch mehr oder minder geschafft. Ja, das Donkey da gegen die Wand rasselt, ist jetzt nicht so schlimm. Das kommt auch immer unterschiedlich. Manchmal kommt es links und manchmal kommt es rechts. Und das war blöd. So, da kommt sie jetzt. Ja, super. Genial. Ich muss mal kurz Pause machen. Macht's gut, bis gleich.